Hallo, Philipp Haas von Investor Search und in diesem längeren Video möchte ich in zwei Teilen alle 100 Aktien des Nasdaq 100 Index vorstellen. Das hier ist der erste Teil mit den ersten 50 Aktien. Es ist nach Gewichtung geordnet, das heißt, wir fangen mit den Aktien an mit der niedrigsten Gewichtung und der Nasdaq gilt ja so als der beste Index der letzten 10, 20, 30 Jahre mit den ganzen Tech-Schwergewichten. Fangaktien, Magnificent 7 etc. Aber ihr werdet überrascht sein, es sind da auch einige Aktien drin, die mit Tech überhaupt nichts am Hut haben. Also es ist deutlich breiter aufgestellt von den Branchen, als man vielleicht meinen würde. Mit einer Ausnahme, nämlich Finanztitel, also Banken, Broker, sowas wie Interactive Brokers. Das ist nicht im Nasdaq drin, sondern wenn, dann im Nasdaq Financial. Und eine Aktie muss primär an der Nasdaq-Börse, die ein bisschen dezentraler ist und nicht an der New York Stock Exchange gelistet sein, um in den Nasdaq aufgenommen zu werden. Also das ist so ein bisschen das Gegenstück zum Dow Jones. Es gibt einmal im Jahr eine Umgewichtung oder Umstrukturierung und manchmal kann es auch schneller passieren, wenn es zum Beispiel eine Übernahme gibt, dann rückt jemand nach oder wenn eine Aktie auf unter 0,1 Gewichtung fällt. Ähnlich wie bei mir auch im Fonds, auch eine Beobachtungsposition, wenn es dann durch Kursverluste unter 0,1 fällt, dann entweder ist die Aktie dann so interessant, dass man wirklich dann nachkauft oder sie fliegt auch raus, auch wenn es jetzt nicht unbedingt gerade teuer oder so ist. Aber so eine geringe Gewichtung ist halt auch dann einfach nicht mehr wert. Der Nasdaq ist nach Marktkapitalisierung gewichtet, allerdings kann das limitiert werden, wenn eine Aktie oder die Top-Aktien da ein bisschen zu wichtig werden. Aber fangen wir mal mit der ersten Aktie an. Das wäre Sirius XM. Das ist ein Satellitenradioanbieter. Hat mir die Aktie vor einigen Jahren mal angeschaut und habe ich gedacht, okay, aber sowas wird durch Spotify ersetzt. Und so ist es jetzt noch nicht gekommen. Aber ja, ich glaube, die Fantasie spielt dann eher bei Spotify und dieser Mehrwert, ja, wenn ich irgendwo im Mittleren Westen in der USA bin und alles Radio und TV-Radioshows, Podcasts hören will. Ich glaube, das ist einfach besser, das übers Internet zu machen, über Spotify. Deswegen, auch wenn die Aktie nicht teuer ist, wäre das jetzt für mich weniger interessant. Aber auch noch mal ganz kurz der Hinweis, das ist natürlich keine Anlageberatung, keine Anlegeempfehlung. Es kann sein, dass ich in einen dieser Aktien indirekt investiert bin, woraus sich dann Interessenskonflikte ergeben würden. Das sind jetzt aber im ersten Teil dieses Videos eher dann die Ausnahme. Das Zweite, das sieht von dem Chart schon mal interessanter aus, eine gewisse Stabilisierung, jetzt vielleicht zuletzt Walgreens Boots Alliance, das ist so die größte Apotheke, könnte man es nennen. Ja, aber in den USA muss das nicht von Apothekern geführt werden, sondern es sind riesige Einzelhandelsketten. Das ist aber auch ein Sektor, der halt auch immer mehr im Fokus vom Regulator kommt. Und natürlich habe ich auch die Gefahr, dass sowas halt in 10 Jahren noch immer mehr übers Internet vertrieben wird. Aktie ist nicht teuer mit einer für die USA hohen Dividendenrendite, wäre bald auch wegen Gefahr E-Commerce und etwas. Und auch die Gefahr, wir sehen hier die Gewichtung 0,13%, da könnte es auch mal aus dem Nasdaq rausfliegen, was auch dann viele verkaufen dann, was dann auch von der Seite her nicht das Beste ist. Natürlich, wenn eine Aktie dann günstig ist, gibt es dann auch wieder Erholungspotenzial. Sehr guten Content macht Warner Bros. Ja, also der ein oder andere vielleicht hat mal HBO Max getestet. Ich habe es irgendwie auch bei der Familie in Spanien gesehen. Das ist wirklich die Shows wie Sopranos, Game of Thrones. Also der Content ist super. Aber hier sehen wir halt auch das Beispiel, ähnlich auch wie bei Disney. Das Kerngeschäft ist halt einfach Under Attack. Und selbst wenn ich dann einen neuen Streaming-Anbieter habe, die alte Welt war halt besser, wo ich dann einfach deutlich mehr Geld verlangen konnte. Dann im Streaming, ne, Netflix eigentlich sehr, sehr günstig. In den USA haben die Leute früh $100 oder so fürs Kabelfernsehen ausgegeben, wo dann halt so Content da auch vertrieben werden würde. Das war eine bessere Welt. Dazu ist das Unternehmen hochverschuldet und das darunter haben sie zuletzt auch gelitten. Wäre aber ein Kandidat für eine Erholung. Deswegen auch vielleicht gerne kommentieren, wenn ich nochmal zu einem Aktie hier ein extra Video machen sollte, gerne Bescheid sagen. Das wäre vielleicht ein Kandidat dafür, weil es doch was einfach Verständliches ist und man natürlich auch mit den Schulden, sag ich mal, wenn die Zinsen fallen, dann ordentlichen Hebel hat. Aber sind halt im Streaming halt die Nummer 3 oder 4, was schwierig ist, während das Kerngeschäft unter Feuer ist. Die vierte wäre Illumina, die im Bereich DNA-Sequenzierung tätig sind, was zuletzt auch nicht so gelaufen ist, wie wir im Chart gesehen haben. Aktie ist auch nicht wirklich günstig oder profitabel.
aber nach Umsatz auch nicht mehr so teuer. Und ich meine, das Thema personalisierte Medizin wird auch schon länger drüber geredet. Bis jetzt gab es da auch noch nicht so den großen Durchbruch, aber könnte natürlich da mal irgendwie wieder kommen. Und auch ein Beispiel, ne? Also Nasdaq ist nicht nur Tech and Healthcare, sondern wenn wir auch noch dazu kommen, auch sogar Energie und Konsumgüter. Ein bisschen bekannter ist wahrscheinlich Take-Two Interactive. Vielleicht hat der ein oder andere Grand Theft Auto gespielt. Da gab es jetzt zuletzt einen Trailer, der irgendwie durch die sozialen Medien ging, wo dann die Leute Witze gemacht haben. Ja, ich zeuge jetzt ein Kind, dann kann ich dann Elternzeit nehmen, wenn das Spiel rauskommt. Auch Red Dead Redemption ist zum Beispiel sehr erfolgreich. Trotzdem, wenn wir es hier sehen, Firma ist nicht wirklich profitabel, hat dazu Schulden und mit 24 Milliarden Market Cap halt auch nicht gerade wenig. Ja, auch wenn ich natürlich in so einem Spiel dann viele Umsatz mache, wäre jetzt für mich einfach von der absoluten Bewertung und von den Finanzzahlen auch nicht so interessant. Aber kann natürlich dann wieder kommen, wenn GTA rauskommt und das vielleicht noch erfolgreicher wird als schon erwartet. Das ist natürlich auch immer das Thema. Natürlich ist die Erwartung, dass dieses Spiel sehr, sehr erfolgreich wird, auch schon zu gewissem Maße eingepreist. Per se, glaube ich, spielen aber die Leute halt ein bisschen weniger Hardcore-Gaming. Ja? Gerade die Jüngeren, die sind dann mehr auf sozialen Medien, TikTok etc. unterwegs und Mobile Games, was natürlich eine neue Konkurrenz ist. Und wir sehen seit 6 Jahren hier eigentlich auch keine echten Kurssteigerungen, aber könnte natürlich auch irgendwann mal eine Übernahme sein durch einen der Großen. Nächste Aktie wäre MongoDB. Wir sehen auch nicht wirklich profitabel. Nach so vielen Jahren, also das ist im Nasdaq nicht so die Voraussetzung, anders als im S&P 500, und die haben das sogenannte NoSQL-Datenbank-Thema so ein bisschen revolutioniert oder groß gemacht. Das war ja früher auch so eine Domäne von Oracle, wo die sehr, sehr viel Geld verdient haben, und das sind sie angegangen. Ist aber natürlich was Technisches und sage ich auch in diesen Backend-Themen, da können dann auch immer wieder neue Konkurrenten kommen von gerade den großen Hyperscalern wie AWS etc. Kann sein, dass sie sowas übernehmen, dafür werden sie jetzt zu groß, aber es kann auch sein, dass da halt auch mal sowas Ähnliches rauskommt oder eine neue technische Änderung, fände ich per se auch nicht so interessant. Und das ist vielleicht auch nochmal interessant für die Leute, wenn ihr den Nasdaq ETF habt, dass ihr auch mal seht, welche Aktien sind da eigentlich drin. Und vielleicht ist es nicht dann doch besser, sich ein paar Aktien daraus herauszugreifen oder mit einer aktiven Strategie wie mit meinem Fonds, wo man dann das auch ein bisschen steuern kann nach Bewertungen. Weil klar, der Nasdaq lief super die letzten Jahre, aber das muss die nächsten Jahre nicht so sein. Weil wir sehen, einige Aktien sind wirklich sehr, sehr teuer, andere wiederum relativ fair bewertet, wie zum Beispiel XL Energy, 13er KGV, aber ist natürlich jetzt auch jetzt nur ein normales Energieunternehmen, was natürlich auch bei uns nicht so teuer wäre, die irgendwie Strom und Erdgas verteilen und verkaufen und dazu auch noch ordentlich Schulden haben, aber immerhin eine 4% Dividende zahlen. Ne? Das ist eigentlich sowas, würde man jetzt nicht normal im Nasdaq vermuten, so ein hochverschuldeter Versorger. Zscaler hingegen ist doch eine typische Aktie im Bereich Cybersecurity, die dieses Thema Zero Trust Network Access auch groß gemacht haben. Aber auch hier das Thema, sind nicht wirklich profitabel, wenn man die Aktienoptionen rausrechnet, werden mit über 10-mal Umsatz bewertet und auch mit fast 30 Milliarden. Finde ich auch viel. Das ganze Thema Cybersecurity lief ja auch super. Aber auch hier gilt, was ist, wenn in der Zukunft das irgendwie alles auch noch mehr von Microsoft und AWS und Google kommt, wenn es da alles in einem Thema drin ist. Gibt sicherlich Konsolidierungspotenzial und ich finde es, sage ich auch ehrlich, das sind ja Entscheidungen, die dann CEOs von sehr, sehr großen Firmen treffen, womit man als Kleinunternehmer, so wie ich jetzt, nicht in Berührung kommt und dann ist man natürlich von dieser Thematik auch schon ein bisschen weiter weg als jetzt irgendwie Software für, weiß ich nicht, HR, Accounting oder sowas. Und da kann es natürlich auch mal wieder neue technische Lösungen geben, die man wahrscheinlich dann, muss man auch ehrlich sagen, als Privatanleger oder in dem Fall nicht super Sektorexperte nicht als erstes sieht. Auch eine super erfolgreiche Aktie ist Ansys, die jetzt, glaube ich, mit Cadence Designs zusammengehen wollen. Hier gibt es, glaube ich, aber halt auch eine gewisse Gefahr durch AI. Also die haben so Design-Software, was ich für Autos, was alles Mögliche brauche. Ja, aber das, ähnlich wie beim Programmieren, ist natürlich eine Chance und ein Risiko zugleich. Man hat es bis jetzt noch nicht so im Aktienkurs gesehen, auch wenn die Aktie auch sehr, sehr teuer ist. Aber wenn ich halt solche Sachen immer mehr vielleicht dann auch designen lassen kann über AI-Themen, dann brauche ich solche Software vielleicht weniger oder sie bieten das an. Das wäre mir zumindest bei der Bewertung ein bisschen auch zu unsicher.
Wobei das natürlich eine sehr defensive Aktie ist, ähnlich wie Dassault Systems oder Siemens hat was in dem Bereich, wo sie natürlich wie immer eher da Marktanteile verlieren. Global Foundries, das ist sowas wie TSMC, die ehemalige, sag ich mal, Semifabrik von AMD, die aber rausgesponnen haben, deutlich teurer als TSMC. Ihr seht, da sind natürlich die Skalenvorteile wichtig, aber es hat natürlich auch einen hohen strategischen Wert, dass man da nicht nur von einem Anbieter abhängig ist. Fände ich aber vielleicht einen europäischen Anbieter ganz besser. Auch vielleicht nicht auf den ersten Blick eine typische Nasdaq-Aktie wäre Dollar Tree. Das ist ein Einzelhandler, der sich eher an kostenbewusste Kunden richtet. Ja, es kostet, glaube ich, nicht alles einen Dollar, aber so geht es in die Richtung. Aber ihr seht, Aktienkurs hat sich über die letzten 10 Jahre auch recht gut entwickelt. Da hat man natürlich nicht ganz so viel Konkurrenz, vielleicht durch Online, weil die Versandkosten einfach relativ hoch sind. Trotzdem, spottbillig ist die Aktie nicht, dazu noch Schulden. Wäre auch jetzt was ich jetzt super spannend finde. Und noch Atlassian ist sehr, sehr teuer, auch nicht profitabel und ist 50 Milliarden wert. Klar, viele schwören auf diese Teamorganisation und Projektmanagement-Sache, aber da gibt es doch einige Konkurrenz und technisch ist ja eigentlich nicht so schwierig. Es gibt da irgendwie Slack, es gibt Teams, es gibt Basecamp etc. Ich tue mich da einfach schwer, diese Bewertung wie 10-mal Umsatz, keine Profitabilität und vor allem halt auch 50 Milliarden. Das ist ja irgendwie einer der größten Unternehmen im DAX. Wo soll es noch irgendwo hingehen? Klar ist nur mit 0,2%, aber mit Nasdaq kauft man sowas natürlich auch mit, was man wissen sollte. Aber natürlich ein super Unternehmen, wäre vielleicht auch mal was von der Seite für ein Video. Relativ unbekannt, aber auch nicht so klein, ist CDW, 33 Milliarden. Die sind so ein typischer IT-Outsourcing-Partner. Kennt ihr vielleicht selber, wenn ihr irgendwie in der Firma irgendwie ein neues Laptop oder so bekommt, dass es eingerichtet wird. Solche Sachen machen sie auch, pflegen halt vor allem so die IT-Infrastruktur. Ist, sag ich mal, ein relativ stabiles Geschäftsmodell. Weil wenn die Firma nicht pleite geht oder wechselt, dann braucht man das immer. Und ihr seht, hat sich auch sehr, sehr gut entwickelt. Aber es ist halt auch die Frage, in der Cloud-Zukunft, da gab es natürlich jetzt einmal einen großen Umbruch. Insgesamt ist natürlich dann der Pflegebedarf vielleicht da ein bisschen weniger. Und auch das Thema AI, ja, könnte auch sein, dass da Sachen effizienter und günstiger irgendwo gehen. Und wenn ihr sehen hier, wir haben KGV von um die 24, 25, das ist teurer als eine Meta oder Google, wo ja manche Leute sagen, oh, die Tech-Schwergewichte sind so teuer. Da würde ich bei der gleichen Multiple-Bewertung eher bei den Large Tech, also zumindest bei den zwei wieder sein, so im Vergleich. Auch was nicht schlecht lief, aber was ich auch wirklich uninteressant finde, ist Coca-Cola Euro-Pacific. Das ist eine der großen Coca-Cola-Abfüllmaschinen oder Firmen. Coca-Cola hat dieses Großunternehmen hat ja die Marken selber, ja, aber es gibt ja ganz viele, das kann ja nicht rumgeschickert werden, deswegen gibt es immer Unternehmen, die es dann irgendwie lokal abfüllen und Coca-Cola kriegt dann eine Lizenzgebühr. Coca-Cola Euro-Pacific macht das vor allem halt im westeuropäischen Segment nicht schlecht, aber würde ich dann eher, sag ich mal, eine eigene Firma mit einer eigenen Marke kaufen. Ich glaube, Griechenland war auch mal so, während der Finanzkrise war dieser Coca-Cola-Abfüller das wertvollste Unternehmen in dem Land. Ist natürlich immer relativ defensiv, aber ist jetzt auch nicht so schwierig. Wenn man dann das Original kaufen kann, dann würde ich da eher das Original kaufen. Baker Hughes, das ist ein großer Öldienstleister, würde man vielleicht auch nicht unbedingt im Nasdaq vermuten. Das heißt, immer wenn Ölfirmen viel investieren, dann geht es denen gut, aber hat dann natürlich auch eine gewisse Zyklität. Und es ist natürlich auch die Frage mit dem ganzen ESG-Thema, ob die Ölfirmen halt auch in Zukunft so viel investieren, was dann wieder Auswirkungen auf den Ölpreis hat. Ich glaube, relativ neu dabei ist ON Semiconductor. So ein bisschen was wie Elmo Semiconductor, die vor allem so für Autos so Chips und Halbleiterlösungen herstellen. Also das ist jetzt nicht so die AI-Fantasie, deswegen trade die Aktie auch bei einer humanen Bewertung. Aber man profitiert natürlich auch davon, dass die Autos immer smarter werden und mehr zu rollenden PCs werden. Da hat man eigentlich auch ziemlich einen Rückenwind. Gibt es in dem Bereich aber halt auch europäische Firmen, weil wir ja immer auch noch eine Automobilindustrie haben. Aber per se jetzt für das Thema auch nicht so teuer und Aktie hat sich auch gut entwickelt. Wieder was aus dem Pharmabereich wäre Biogen, die vor allem Fantasie haben durch Alzheimer. Das ist ja einer der ganz, ganz großen Erkrankungen, wo es jetzt noch nicht so den richtigen Durchbruch gibt. Und sie sind da irgendwie, gibt es immer viele Enttäuschungen. Aktie ist auch nicht teuer wie viele Pharmaunternehmen. Aber wenn da was kommen würde, ähnlich wie bei Novo Nordisk im Abnehmbereich, wäre das ein Gamechanger. Ansonsten sehen wir auch hier
10 Jahre halt auch nichts passiert. Ja. Und davor, vor 10 Jahren, waren es so die heißesten Branchen. Ihr seht, man ist dann oft immer so geprägt, was so die letzten Jahre war, aber es muss dann nicht immer so in der Zukunft sein. Ja. Und auch mit Trade Desk, finde ich, sind auch ein sehr gutes Unternehmen, ja, aber 40 Milliarden na, ist einfach sehr, sehr viel, sind immerhin profitabel, aber ein KGV von um die 100 und im, sag ich mal, in diesem Marketingbereich, ja, wie ich dann irgendwie irgendwelche Videos vermarkte, da gibt es auch immer wieder neue Plattformen von DSP und Supply, die da irgendwie hervorkommen und ich habe natürlich noch die ganz großen Googles und Metas dieser Welt. Dafür, dass ich da eigentlich nur so, so eine Plattform in der Mitte bin, die aber jetzt nicht so, sag ich jetzt mal, den ganz starken Burggraben hat, finde ich es einfach schon sehr, sehr viel. Haben halt viel vom Videothema profitiert. Wäre mir aber halt absolut halt auch zu viel. Ne? Weil ich frage ja immer, bei solchen Aktien will ich ja irgendwie mindestens eine Verdoppelung auf 2-3 Jahre irgendwo sehen oder das Potenzial sehen. Aber dass das mal 80-100 Milliarden wert ist, I don't know, ja, also hat man sich vielleicht auch mal davor gedacht, dass so Sachen schwierig sind, aber wenn ich mir so die Zahlen angucke, finde ich es auf jeden Fall nicht gerechtfertigt, ne? Und ihr seht halt einfach auch, wie teuer viele Aktien sind, zumindest aus diesem ganzen Tech-Bereich, vor allem halt auch absolut, ne? Also ich finde es ja okay, auch mal defizitäre Firmen zu kaufen, die dann 1, 2, 3, 4 Milliarden wert sind, die können sich dann auch mal verzehnfachen, aber wenn ich für 50 Milliarden kaufe, wird es schwierig. Diamondback Energy, das ist so ein unabhängiges Energieunternehmen, die vor allem halt Öl fördern, wahrscheinlich auch so ein bisschen Fracking machen. Glaube ich auch in Fusionsverhandlungen, deswegen die Aktie auch stark angezogen hat. Aber ist natürlich auch nicht teuer, aber so ein Fracker hat natürlich auch nicht so ein hohes Multiple verdient, meiner Meinung nach. Ganz spannend, Verisk Analytics hingegen. Hier ist die Bewertung ein bisschen humaner, es steht eine 3 beim KGV dran. Und sie haben eine sehr interessante Zielgruppe eigentlich mit so Versicherungsunternehmen. Das ist ja immer noch eine sehr, sehr Offline-Branche. Und so Sachen haben früher auch viel Beratung gemacht, dass sie halt den Versicherungen, sag ich mal, Daten und Tools an die Hand geben, dass die besser ihre Versicherung preisen können. Ja, weil das ist ja oft alles noch in-house und gerade kleinere Versicherungen können das nicht so gut analysieren. Und das ist eigentlich, wenn ich mich darauf konzentriere, wäre auch mal eine Idee, vielleicht nochmal für ein Video. Wie gesagt, das ist jetzt alles ja ein Kurzüberblick, um Gefühl zu bekommen, was so im Nasdaq 100 drin ist. Bekannt ist sicherlich Datadog, auch nicht hochgewichtet, aber auch 40 Milliarden schwer, die es ermöglichen, sag ich mal, die ganzen Cloud-Themen zu überwachen. Ja? Sei das von der Analyseseite, was wird wirklich genutzt oder vielleicht auch vom Thema Cybersecurity. Das brauchen vor allem halt große Unternehmen, kleinere nicht. Und wenn die halt nicht so investieren mehr, dann geht auch das Wachstum ein bisschen runter. Ist auch immer wieder die Frage, was machen die Hyperscaler da in dem Bereich? Ich weiß, ich wiederhole mich, aber das finde ich ja gerade bei diesen absoluten Bewertungen einfach dann schwierig. Ja? Und das sind auch Aktien, die ja oft gehypt werden, aber irgendwann stößt man natürlich da auch dann die Größen des Wachstums hier mit jeweils 10-mal Umsatz. Exelon ist ein typischer Energieversorger, der auch Kernenergie betreibt, aber auch immer mehr in erneuerbare Energien investiert, so ein bisschen also wie RWE. Auch hätte man jetzt nicht gedacht, ein typisches Nasdaq-Unternehmen. Aber hier seht, in diesen Sektoren sind die Bewertungen auch ähnlich wie in Europa. Da ist dieser Unterschied zwischen USA und den anderen Märkten nicht so hoch. Die werden, sag ich mal, auch normal bewertet, hier mit einem 14er KGV zum Beispiel. Sehr bekannt sicherlich auch Electronic Arts, zumindest derjenige, der mal Gaming gemacht hat. Sie haben da viele Lizenzen, zum Beispiel für FIFA, wobei sie die jetzt verloren haben. Ist aber eher so nicht so der dynamischste Gaming-Anbieter, der auch jetzt von den echten Gamern auch nicht so gemocht wird, weil sie halt vor allem von diesen Lizenzen und weniger von der Produktqualität so gelebt haben. Dazu ist die Aktie auch relativ teuer und ihr seht auch seit 5-6 Jahren so im Seitwärtskanal. Die ganze Gaming-Branche hat ja auch so ein bisschen Themen. Wäre mir jetzt bei der Bewertung und für die Thema, da man ja auch nicht so viele eigene Marken hat, anders als Activision, fände ich es auch jetzt nicht so spannend, aber könnte natürlich vielleicht auch mal irgendwann wieder übernommen werden wie Activision. Cognizant Technologies ist so ein typisches IT-Outsourcing Firma, ähnlich wie Infosys, die einfach Firmen helfen bei irgendwelchen IT-Services, wobei dann die Mehrheit der Mitarbeiter in Indien sitzt. Und das ist natürlich auch eine AI-Gefahr, weil das sind natürlich alles so Tätigkeiten,
die man früher outgesourced hat, und alles, was ich aber so outsourcen kann, glaube ich, also nicht alles, aber habe ich zumindest A, eine reale Gefahr, dass das halt durch AI auch mehr ersetzt wird. Gerade so einfache, merke ich ja schon bei mir selber irgendwie, also Präsentationserstellungen und sowas. Ich glaube, da kann man auch viel machen. Es wird alles evolutionär sein, vielleicht auch anfangs auch jetzt nicht so game-changing, wie der eine oder andere denkt. Aber gerade bei solchen Firmen, das kann dann auch das Sentiment der Aktie belasten. Moderna, das ist so der Nemesis von BioNTech. Das sind ja die zwei Aktien, die uns vor Corona gerettet haben mit den besten Impfstoffen, neben AstraZeneca, und sind natürlich auch Firmen in mRNA. Haben da auch eine Pipeline, wobei mir die Pipeline von BioNTech gerade bei der Bewertung besser gefällt. Ich würde sagen, das ist relativ ähnlich, sind die technisch und auch so vom Umsatz. Moderna ist aber deutlich teurer, gerade wenn man den Net Cash rausrechnet, der ja bei BioNTech extrem hoch ist. Auch ein super Unternehmen, was ich ja schon länger kenne, aber auch nie verstanden habe, warum das so wahnsinnig teuer ist, weil CoStar Group, das ist eigentlich so ein Datenanbieter für Gewerbeimmobilien, ne? Also nicht ImmoScout, sondern eher dann Firmen, die in diesem Bereich irgendwie investieren. Aber 38 Milliarden für B2B-Daten, und eigentlich haben wir nämlich eine Riesenkrise im Gewerbeimmobilien-Segment. Klar, diese Daten sind wertvoll und nicht so duplizierbar, aber schauen wir auch sehr, sehr viel. Haben wir auch KGVs von nächstes Jahr von um die 100 und EV-Sales von um die 10. Ist auch schon ziemlich am Anschlag. Aber das ist halt immer so bei solchen Aktien, die einfach dann hohe Qualität sind, die sitzen im Index, verkaufen viele Leute auch nicht, ja, Privatinvestoren, weil dann werden Steuern fällig. Liefern meistens auch ab, Leute haben nicht so Angst, und durch ETF-Flows, also in Nasdaq sind ja, fließen ja immer jeden Monat ja nochmal Gelder rein, laufen so Aktien weiter. Es sind nicht nur US-Aktien im Nasdaq drin, also wenn ich mein Hauptlisting an der Nasdaq habe, dann kann ich auch woanders meinen Hauptsitz als Firma haben. Das wäre ein Beispiel, zum Beispiel AstraZeneca, die ja den dritten Impfstoff gemacht haben und mit 200 Milliarden wirklich einer der ganz großen Pharmaunternehmen sind. Auch in einem langfristigen Aufwärtstrend ist aber, sage ich jetzt mal, von der absoluten und relativen Bewertung zu den anderen auch nicht so günstig. Ja? Und das habe ich halt auch immer wieder, das Thema Patentablauf. Dann wären halt vielleicht die mRNA-Firmen wie Moderna oder BioNTech interessanter, die ja auch im Corona-Bereich gezeigt haben, dass sie da eine höhere Wirksamkeit haben. GE Healthcare ist ein neues Spin-off. Solche Aktien performen ja normal immer ganz gut. Das ist so ein Outperformance-Faktor, ähnlich ein bisschen wie Siemens Healthineers. Wir sehen halt wirklich so große Healthcare-Maschinen, die in den Krankenhäusern rumstehen. Sehr, sehr defensive Branche. Ja, würde ich sagen, war mal günstig durch den Spin-off, jetzt auch wieder fair bewertet und eine ordentliche defensive Aktie. Eine defensive Aktie auch wäre Keurig Dr. Pepper. Ihr seht, vielleicht auch nicht jeder weiß, dass solche Aktien im Nasdaq drin sind, immerhin mit 0,3%, also auch nicht nix. Dr. Pepper ist, glaube ich, bei uns nicht so bekannt, aber man kennt vielleicht 7-Up oder Schweppes, ja, was man für Gin Tonic braucht. Auch hier gilt, Aktie ist fair bewertet. Ne? Also die Überbewertungen sind vor allem aus einem Sektor, alles, was irgendwie mit Technologie eigentlich zu tun hat. Vor allem finde ich die Überbewertungen, die ist deutlich größer noch in der zweiten, dritten Reihe, die dann im Index drin sind. In den ganz kleinen, meiner Meinung nach, wiederum nicht. Aber bei so Aktien, die dann so 40 Milliarden wert sind und defizitär, finde ich einfach sehr, sehr teuer. Ne? Charter Communications ist hingegen sehr, sehr günstig, aber das ist halt so ein typischer Kabelanbieter, die halt, sag ich mal, auch Gegenwind haben, weil na, jetzt kommt irgendwie SpaceX mit Internet und Festnetztelefon, das sind einfach so Sachen, ja, es gibt Alternativen und man braucht es einfach zwar immer noch, aber es ist einfach kein Wachstumscase mehr. Dazu sind sie halt mit 100 Milliarden verschuldet, was natürlich auch ziemlich belastet hat. Also eigentlich ist der Firmenwert halt 140 Milliarden. Was dann die gefühlt niedrige Marktversion von 40 Milliarden relativiert. Kraft Heinz hingegen finde ich bei der Bewertung wirklich interessant. Klar, sie haben auch Schulden, aber ein 12er KGV für eine Aktie mit starken Marken aus der USA gibt es selten. Hier lag Warren Buffett auch mal falsch. Und auch so die Marken wie Oscar Mayer und sowas, das ist natürlich jetzt nicht so super gesund und so super modern. Trotzdem finde ich das als ein defensive Aktie wirklich interessant und ist auch einer der Favoriten, die ich gegen Ende von dem Video nochmal nennen würde, welche Aktien ich einen weiteren Blick wert finde.
Paychex ist auch was eher Defensives. Die machen so Gehaltsabrechnungen, ein bisschen wie ADP oder auch Paycom. Auch immer mit mehr Technologie, aber sie kommen eher noch, sag ich mal, aus der Offline-Welt. Und auch hier gilt, klar, ist ein defensives Geschäftsmodell, was halt auch ganz okay wächst, ja, weil wenn mehr Mitarbeiter eingestellt werden und ich kann auch immer ein bisschen was beim Pricing machen. Aber mit dem 25er KGV sicherlich jetzt auch nicht günstig. Ja. Also eine Multiple Expansion kann ich da auch nicht so erwarten. American Electric Power, ein typischer Stromerzeuger, der auch mehr in erneuerbare Energien investiert. Das ist ja auch immer sehr regional in den USA. Aber ihr seht, die traden auch alle bei relativ ähnlichen, meiner Meinung nach, fairen Bewertungen. Eine der besten Aktien der letzten 20 Jahre war Fastenal. Das ist so eine Vertriebsfirma für Schrauben, so ganze so Industriezulieferungssachen, aber auch so kleinere Produkte, könnte man auch meinen, dass es auch durch E-Commerce ein bisschen ersetzt wird, aber sie sind da auch im Omnichannel stark. Ist sicherlich nicht, auch nicht günstig, aber wenn Aktien so halt laufen und die Wirtschaft nicht so schlecht geht, das läuft dann oft so weiter. Und die nächste Aktie gilt auch zu den besten Aktien der letzten 20 Jahre, IDEX Laboratories. Die machen so Analyse-Tools, wie wir hier sehen, für Tierärzte. Ja, das ist natürlich deutlich einfacher als bei Menschen, nicht so reguliert, dass ich halt irgendwie gucken kann, was fehlt dem Tier. Und das ist natürlich auch so ein Selbstzahlermarkt und da habe ich weniger Konkurrenz. Aber es ist natürlich jetzt mit 44 Milliarden auch schon absolut sehr, sehr groß, weil natürlich ist der Markt, auch wenn ich den weltweit besetze, dann auch nicht so gigantisch groß von der Seite. Old Dominion Freight ist so ein typischer Logistiker, auch aber teuer, der... Wir sehen hier die LKWs, aber auch über Schiffe das transportiert. Aber wenn man das mit einer DHL oder anderen Logistikfirmen vergleicht, 46 Milliarden, auch sehr, sehr viel und KGV auf so um die 30. Und komplett rezessionssicher ist sowas ja auch nicht. Microchip, das ist auch so ein typischer Chip-Konzern, der jetzt nicht in diesen AI-Themen drin ist, sondern eher so die normalen Chips hat, die irgendwie im Autos drin sind, in der Medizintechnik, Internet of Things, so Smart Home. Also die braucht man auch alle, muss ich nicht ganz so viel investieren, kann ganz gutes Geld verdienen, was sie auch zuletzt getan haben. Aber auch hier, wie immer gilt, nicht so günstig. DoorDash, auch eine Firma, die so gerade profitabel ist und 50 Milliarden wert ist. Die haben es geschafft, Grubhub in den USA dazu besiegen und dazu führen, eine Delivery-Food-Plattform zu werden. Machen nicht nur Food, aber das ist schon so der Hauptnutzen, vor allem auch in kleineren Städten und suburbanen Gegenden. Ich habe dieses Geschäftsmodell eigentlich auch nie so gemocht, zumindest wenn ich da die eigenen Fahrer habe, weil solange es irgendwie kein autonomes Fahren gibt, zumindest ist halt auch zum Beispiel die deutsche Perspektive, Mitarbeiter sind teuer und ich glaube, mehr als zwei Auslieferungen werden nicht geschafft. Ich sehe es einfach schwierig an, da viel Geld zu verdienen. Zumindest in Europa und anderen Ländern mag es ganz gut klappen. Und es per se halt ist auch jetzt nicht so das riesen Hightech. Aktie ist auch neu in den Nasdaq aufgenommen worden. Und seitdem ist auch ein positiver Effekt stark gestiegen. Finde ich aber halt auch inzwischen viel für das, was es ist. Kommen wir noch zu einem Retail mit eher Fokus auf niedrige Preise, wäre Ross Stores. Das ist, sag ich mal, vor allem günstige Klamotten. Die sind ja oft so modeabhängig und dann, wenn die im normalen, sag ich mal, Einzelhandel nicht verkauft werden, dann werden sie mit großem Discount bei Dress for Less oder bei Ross dann verkauft. Was natürlich auch eher ein bisschen rezessionssicher ist, da die Leute natürlich in der Rezession sowas mehr nutzen und natürlich dann auch die Marken mehr Bedarf haben, es zu verkaufen. Von der Seite sicherlich interessant. In China gäbe es zum Beispiel Vipshop, die sowas mehr online noch machen. Auch eine sehr erfolgreiche Firma wäre Dexcom, die solche Geräte zur Insulinmessung oder Blutzuckermessung anbieten. Gibt es auch eine Konkurrenz von Abbott Laboratories, aber sie sind halt vor allem fokussiert darauf. Aktie auch sehr, sehr teuer und kann es auch mal immer wieder neue Innovationen geben. Aber per se ist Diabetes halt leider ein Wachstumsmarkt, wovon sie auch profitieren. Wobei natürlich Eli Lilly oder Novo Nordisk als Insulinhersteller mit der Fettabnahme-Fantasie noch besser gelaufen sind. Fortinet ist der zweitgrößte Cybersecurity-Anbieter nach Palo Alto Networks. Hier gilt auch das, was ich vorher gesagt habe.
ich finde es bei den Bewertungen einfach immer ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie das in 3, 4, 5 Jahren irgendwie ausschaut, auch so vom Markt. Und es gibt sicherlich Bereiche, wo ich mich besser auskenne, aber wäre sicherlich auch mal vielleicht ein Video wert. Constellation Energy, auch ein weiterer Energieversorger in den USA, ein bisschen teurer als die anderen. Ist es aber, wie gesagt, halt auch weniger mein Sektor. Autodesk ist ähnlich wie Ansys so eine Software für das Design von Produkten. Hier gilt auch, ja, ich glaube, wenn die AI-Welle wirklich so kommt, dann werden gerade solche Jobs eher weniger und es wird auch neue Anbieter geben, die dann solche Designprodukte da entwickeln können, denn aktuell lebten diese Produkte halt, es dauert sehr, sehr lange, bis ich mit so einer Software mal umgehen kann und das sind natürlich, sag ich mal, gewisse Barriers to Entry für neue Anbieter, weil wenn ich mich damit auskenne, ist ähnlich wie wenn ich von Android auf iPhone wechseln möchte oder sowas, nur nochmal 10-mal schwieriger oder 100-mal. Und das könnte dann aufgeweicht werden und dazu gibt es einfach sehr, sehr viel auch Aktienoptionen für die Mitarbeiter. Das heißt, wenn man das berechnet, ist die Aktie sehr, sehr teuer, was auch für Copart gilt. Ja, das ist eigentlich nur ein Unternehmen, was, sag ich mal, gebrauchte Wagen und vor allem geschädigte Fahrzeuge Auktionen macht, ja, vor allem auch online, ja, aber es ist irgendwie 54 Milliarden wert. Und irgendwie Cargurus ist irgendwie ein Zehntel oder Zwanzigstel davon wert, was per se eigentlich ein größerer Markt ist. Und die haben auch so eine Plattform. Aktie ist sehr, sehr teuer, aber sie müssen da was richtig machen, weil es war auch eine der besten Aktien, wo, glaube ich, aber halt jetzt auch ein bisschen mehr Konkurrenz reinkommt. Lululemon habe ich selber ein paar Produkte und auch meine Frau. Qualität finde ich super, ist sicherlich ein bisschen zu teuer, aber es geht halt so in diesen Trend rein, dass ich für Qualität ausgebe, ohne jetzt die großen Marken da irgendwie drauf zu haben. Hier ist aber auch so, ja, ich sehe mich eher so, wenn ich es kaufe, dann ist es wahrscheinlich so im Modebereich ziemlich am Peak. Ja. Und da gibt es dann, müsste dann das Wachstum ein bisschen so abflachen danach. Und auch gerade im ganzen Yoga-Bereich gibt es natürlich auch viele neue Marken wie Alo Yoga und kleine Startups. Und irgendwann, wenn ich es auch meiner Frau, hat man dann 4, 5 Yoga-Hosen und dann braucht man halt auch nicht mehr. Und die halten ja auch ganz lang. Klar, sie gehen natürlich auch in den breiteren Markt. Aber Aktie ist halt auch mit 58 Milliarden trotz der tollen Marke schon recht teuer und wenn das Geld mal nicht mehr so sitzt, dann braucht man sowas, glaube ich, auch weniger. Workday ist, sag ich mal, so die wichtigste Cloud-Firma für den Bereich HR, ja, Mitarbeitergewinnung, Abrechnung, dieses ganze Personalmanagement haben sie da sehr, sehr groß gemacht. Auch sehr teuer, die Aktie wie immer, ähnlich ein bisschen wie Salesforce im CRM-Bereich, investieren natürlich immer. Ich tue mir einfach halt bei diesen Aktien mit den so hohen KGVs und auch irgendwann absoluten Größen dann schwer, dass es jetzt, sag ich jetzt mal, die Riesenrendite gibt und die seht ihr auch in den letzten 6 Jahren waren da 20-30% drin. Eine Aktie, die auch neu, auch gab es das Video mit den Dividendenaristokraten, wo sie auch dabei ist, wäre Roper Technologies, fand ich für ein Thema ganz spannend, auch ein sehr, sehr schöner Chart, ist teuer, aber wächst auch ein bisschen stärker und hat natürlich einen großen Markt als Vertical Software Anbieter, das ist ja einfach ähnlich wie Constellation Software, so kleine Softwarefirmen kaufen, haben auch noch einen anderen Bereich, aber das sind sie schon der größte. Wäre auf jeden Fall auch mal was, wo ich vielleicht mal ein Video zu machen würde, weil es halt auch sehr, sehr defensiv ist und wenn man die Aktie mal günstiger erwischt, glaube ich, da halt auch das sehr, sehr lange gut laufen kann, aber inzwischen sicherlich auch schon im Markt mehr verstanden ist, ja, das ganze Vertical-Software-Thema. Marvel Technologies profitiert auch von diesem AI-Trend, ja, die haben vor allem auch so Chips und Lösungen für zum Beispiel Datenkommunikation im Datencenter, haben natürlich auch viele andere Produkte, aber AlphaWave ist da zum Beispiel in einem Bereich tätig, die zum Beispiel deutlich günstiger sind, also von den Umsatzerwartungen als Marvel und auch profitabler. Und natürlich habe ich dann einen ganz anderen Hebel, wenn ich irgendwie eine Milliarde wert bin, als wenn ich schon 56 Milliarden wert bin. Da habe ich auch keine Übernahmefantasie. Deswegen finde ich dann AlphaWave zum Beispiel für dieses Thema spannender. Und beim AI sind wir sicherlich marktseitig schon in der Nähe so vom Peak. Da wird es auch wieder mal eine, sag ich mal, eine Normalisierung geben. NXP Semi, ein bisschen auch sowas wie Onsemi, wie sag ich mal so, oder Elmo Semiconductor, die Chips bauen, aber die weniger im AI-Bereich tätig sind oder eingesetzt werden, aber halt von dem Elektroauto und Internet of Things profitieren.
Aber ihr seht, der Markt kapiert es schon. Bewertungen sind auch ganz anders dort und für das Wachstum auch einigermaßen fair. Und jetzt kommen wir zur letzten Aktie der ersten Hälfte der Top 100 Aktien aus dem Nasdaq. Zweiter Teil des Videos müsste dann gleich danach kommen, wäre Packard. Das ist so ein Hersteller von Trucks. Ja, ähnlich so wie die Traton, ist sogar ein Gründungsmonit im Nasdaq immer dabei gewesen. Hätte man es vielleicht auch nicht als typisches Nasdaq-Unternehmen gesehen. Zuletzt der Wirtschaft kann es nicht so schlecht gehen. Ja, Chart auch extrem angestiegen, obwohl ich auch die neue Konkurrenz durch irgendein Tesla Semi oder sowas habe. Und wenn man sich die Produkte und die Webseite anguckt, erscheint es auch schon ziemlich angestaubt. Aber sie verdienen halt gerade ganz gut und konnten sich eine ordentliche Netto-Cash-Position aufbauen. Ihr seht schon, ich war so ein bisschen kritisch. In der zweiten Hälfte gibt es mehr Aktien, die ich auch habe. Hier, ehrlich gesagt, glaube ich, in diesen ganzen 50 bin ich in keine Aktie indirekt oder direkt investiert. Es zeigt, durch diese ETF-Flows werden Sachen halt auch sehr, sehr teuer. Welche aber ich einen Blick wert finde, wäre Kraft Heinz, Roper Technologies, Keurig Dr. Pepper und Verisk. Da könnte es auch mal sein, dass da ein Video zu kommt. Sonst, wie gesagt, gerne kommentieren, zu welcher Aktie ich sonst noch ein Video zu mache. Und auch gerne den zweiten Teil des Videos schauen. Und wenn dir es gefallen hat, natürlich gerne liken, teilen und auch meiner Newsletter beitreten. Oder wenn du sag ich mal, auch in Wachstumsunternehmen oder in gute Firmen, aber mit mehr auch Bewertungen und günstigen aktiven Management investieren möchte, findest du halt auch meine Produkte wie den wahrscheinlich günstigen Aktienfonds für Privatanleger, Haas Invest for Innovation, und meine Wikifolios unten im Video verlinkt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.